Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Jo, wir wandern in der Gegend rum, wir wollen nämlich in die Wüste und ich schaue mich gerne ein bisschen um, ob wir hier vielleicht den einen oder anderen wertvollen Gegenstand finden tun. Jo, da ist ja mal nichts aus wie tote Hose, da drüben ist der Tod daheim, da gehen wir auch nicht hin. Also gehen wir einfach mal. Warte, hier noch. Genau, mal nochmal die Ruine hier durchschauen, anschauen. Das schaut noch nichts aus. Was haben wir da? Eine Ratte. Na du? Ja. Mei, bist du lieb. Ja. Süße Ratte. Wenn ich hätte, würde ich dir ein Stück Käse geben. Schaut, da ist nichts. Ja, da miebst du. Ja, da ist gar nichts. Dann gehen wir weiter. So, einfach mal die Straße lang. Bild sprinten. Da haben wir ein paar alte Autos. Mal schauen, ob die... Aha, da eben haben wir schon was. Einen Goldbrocken. Ist da sonst was? Ich glaube nicht. Boah, da ist alles im Arsch. Alles hin. Krass. Oh, ich habe mich verdrückt. Jetzt tut er wieder nur gehen. Ich habe hier schon einen Haufen übersehen. Also tut es da euch nicht wundern. Platsch, platsch, platsch. So. Jetzt haben wir nasse Füße. Sehr gut. Das kommt vom Umschauen. Also es ausschaut, ist da eh nichts Besonderes. Aha, den wäre ein Kritter gewesen. Den müssen wir natürlich umhauen. Wir brauchen ja die Erfahrungspunkte, wie wir wissen. Platsch, platsch, platsch. Hallo, Herr Kritter. Komm her mal. Alter. Das gehört sich aber nicht. Du ungutes Viech. Ah ja, Turas mochte schon. Sehr gut. So. Kleine Heilpflanze. Da ist gerade irgendwas rumgelaufen, oder? Ich weiß aber gerade nicht, ob das so gesund ist. Wir tun wieder das Beste, nämlich speichern. Das Bestmögliche. So. Und weiter. Jetzt schaut es wieder irgendwie unbewohnt aus. Dun, dun, dun. Ding, dang, dong, dang. Aha, da haben wir eine Öllampe. Die nehmen wir auch gleich mit. Da haben wir auch was. Metallschrott. Heilpflanze. Das war's. Mehr ist da nicht. Ich habe wenigstens gehofft, dass es hier mal einen Teleporter oder so gibt. Hui. Na jo, dann halt nicht. Dann geht's weiter. Ah, ein Beißer. Beißerli, komm her. Beschaulich. Ja, beschaulich. Achtung! Ja, mach mal den kaputt. So. Zack. Bitte erwische irgendwie gar nichts. Ah, wie immer. Passt, erledigt. So, gib uns deine Sachen. Sehr fein. So. Da hätte meine Brücke. Da ist eine Heilpflanze. Zwar eine kleine, aber dafür feine. Aha, da sieht man schon, dass es Wüstengebiet eventuell hoch anfangen könnte. Da ist noch eine Heilpflanze. Dab, dab, dab. Ich laufe wieder zurück zum Weg. Ja, lauf, lauf, lauf. Dab, 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 dab. So. Ach, warte, da liegt noch was. Ein Metallschrott, glaube ich. Jawohl. Den nehmen wir natürlich gerne mit. Na, na, du sollst nicht runterhüpfen. Ja, so machst du das fein. So, ruck. Und dann rennen wir ein Stück weiter. Ich glaube, wir haben das Wüstengebiet schon gleich erreicht. Mal schauen, was es da noch gibt. Heilpflanze. So
Sonst schaut es noch nichts aus. Da vorne ist, glaube ich, ein Wühler. Aha, ein Kritter, ein Wühler, alles voll mit Viecher, so haben wir es gern. So. Oder bist du ein Hornwolf? Na, das dürfte ein Wühler sein. Aber ich glaube, ein Schwacher. Ich hoffe es halt. Ein Schakal! Aha. Ja, jawohl, du das darf auch mal. So. Zack, zack. Wie so Tennisspielen, ne? Ich schupfe ihn zu ihm, er schupft ihn zu mir. Wie schön. Ja. Drei, vier, fünf, sechs. Bisschen Energie. Zack. Oh, und der Kritter kommt auch schon. Au. Oh, oh, oh je. Oh, Madonna mia. Oh, la, la. Ja, ja, ja. Immer auf die kleinen Dicken mit der Brille. Alter, lass mich in Ruhe. Ah. Hilfe, Hilfe. Duras, hilf mir. Wow. Ich wollte mich eigentlich darauf flüchten. Ja, hoch. Mann, es bleibt an der Kante hängen, dieser Spaß. So, ja, geht ja. So, ich wollte nämlich mal was trinken. Oh, das war knapp. Leck mich am Buckel. Das war jetzt richtig knapp. So, irgendwas muss mal sterben hier. Ja, ausweichen. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ja, mal ausweichen wieder. Zack, zack, zack. Der kriegt das mal weg. So muss das ausschauen. Zack, zack, zack. Und quer. Zack. Und der Duras hat's geschafft. Sehr gut. Puh. Ja, so macht man das. Schön looten, schön speichern. Das lief nämlich gut. War fast verreckt. Ich glaube, ich habe nur mal einen Lebenspunkt gehabt oder so. Ein bisschen knapp. So. Gut. Dann hatschen wir weiter. Da haben wir wieder ein Haus. Ich habe irgendwie ein bisschen Sorgen, was Häuser betrifft. Ich habe da wieder die Befürchtung, dass wir aufs Maul kriegen könnten. Ich glaube, ich liege da gar nicht so falsch. Uiuiui. Jetzt reicht's mir! Na du, das springt hinten ins Knack rein. Ja, der hält auch wieder einiges aus, dieses Mistvieh. Dann haben wir schon wieder so einen Kandidaten. Warte, gleich mal wieder. Okay, vergiss, was ich gesagt habe. Wir gehen da nicht hin zum Haus. Wir laden das Ganze. Nein, nicht speichern. Bist du wahnsinnig? Ich will laden. Nicht speichern. Laden. Richtig. Gut gemacht. So, also laden und nix hier weg. So, also nicht zum Haus. Ich hab's befürchtet. Dann lassen wir's an. Platsch. Jawohl. Und sprint und hüpf. Sehr gut. So, das heißt, hier gehen wir nicht drauf. Wir laufen hier weiter. Toll, davon ist gleich das nächste Haus. Eine Ratte. Ui, ein Teleporter. Jo, ein Teleporter. Wie schön. Sehr gut, komm her. Jawohl. Sentis. Sentipines. Pins. Pines. Pins. 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 Halt, was ist das? Aha. Magnesiumfackeln, gar nicht mal so wenige. Die Firma dankt.
So, ich traue mich auch nicht mal in dieses Gebäude da reinzugehen. In und Tina. Oh. Da ist der Kerl, ich erkenne sein Gesicht. Dann hoffe ich für ihn, dass er meine Ausrüstung noch hat. So sieht man sich wieder. Du bist es, der Mann aus den Bergen. Mhm. Dann ist mein Plan aufgegangen. Dein Plan? Was soll das heißen? Nun, du bist hier. Hä? Wo ist meine Ausrüstung, die du mir gestohlen hast? Langsam, Kollege. Eins nach dem anderen. Jetzt entspann dich erstmal. Wir können ja in Ruhe über alles reden. Einen Drink? Ja. Ray heißt er. Mhm. Ich hätte nicht wenig Lust, dich vom nächsten Felsen zu stoßen. Ist das deine perverse Art, Geschäfte zu machen? Komm zur Sache. Komm zur Sache. Komm zur Sache. Für einen Typen aus dem Eisland bist du ziemlich unentspannt. Und dabei heißt es immer, ihr hättet gar keine Emotionen. Aha. Ist das wieder ein Rückblick? Nee, oder? Hä? Verflucht. Was ist hier passiert? Er ist uns auf den Fersen. Wer? Der Alpkommander? Er ist nicht nur irgendein Commander. Es ist Jax, die Bestie von Xakor. Bist du dir sicher? Nein, aber ich fürchte, wenn wir es herausfinden, ist es für uns beide zu spät. Hier habt ihr euch verkrochen. Oh. Scheiße. Ist er das? Hey, Mann, du musst das jetzt nicht tun. Wir sind auch ganz schnell wieder verschwunden. Ja genau. Wir wollten bei euch Alps nicht plündern, ehrlich. Wir sind nur rein zufällig hier vorbeigekommen. Irrelevant. Euer Elix gehört jetzt uns. Wir können uns doch sicher irgendwie einigen. Nein, die Direktive ist eindeutig. Mhm. Jetzt erzähl mir erstmal von deinem grandiosen Plan. Nun, es kommt nicht so häufig vor, dass ein so hochdekorierter Alp-Commander degradiert wird und es überlebt. Schau dich an. Du bist zwar jetzt ein Ausgestoßener, aber hast trotzdem deine Instinkte nicht verloren. Du hast meine Ausrüstung gestohlen, um mich hierher zu locken. So viel habe ich kapiert. Aber wieso? Was willst du von mir? Ein ganzer Pulk von ziemlich miesen Typen ist hinter mir her. Da könnte ich deine Instinkte wirklich gut gebrauchen. Also, wo ist jetzt meine Ausrüstung? Typen wie du werden immer von irgendjemandem gejagt. Du glaubst wirklich, ich lasse dich hier einfach wieder weg? Wo ist meine Ausrüstung? Also, wo ist jetzt meine Ausrüstung? Ist eine gefährliche Gegend hier. Mit so einem wertvollen Kram hat man schnell die Plünderer am Hals. Da habe ich sie lieber gleich verscherbelt und die Kohle in Nahrungsmittel und Wasser umgesetzt. Mit anderen Worten, sie ist weg. Hey, das musst du verstehen. Das Risiko war mir einfach zu groß. Ja, ja. Typen wie du werden immer von irgendjemandem gejagt. Mhm. Du glaubst wirklich, ich lasse dich hier einfach wieder weg. Oh, nehmen wir das obere. Typen wie du werden immer von irgendjemandem gejagt. Tja, dann ist das für dich wohl eine ganz neue Erfahrung. Könnte mir vorstellen, dass die Alps einen ganzen Trupp Soldaten schicken, wenn sie wüssten, dass du immer noch lebst. Drohst du mir etwa? Nein, aber ich wette, du könntest ebenfalls Unterstützung gebrauchen. Genau wie ich. Mhm. Ein ausgekochtes Schlitzohr. Schön. Warum sollte ich so verrückt sein, dir zu helfen? Warum Ethan? Was hast du dort gemacht? Du glaubst wirklich, ich lasse dich hier einfach wieder weg. Warum Ethan? Fragen wir mal so. Warum Ethan? Was hast du dort gemacht? Ich musste für eine Zeit lang aus der Wüste verschwinden. Ethan ist zwar auch nicht der sicherste Ort, aber immer noch besser als die feurigen Klippen von Ignadon. Warum soll ich so verrückt sein, dir zu helfen? Warum sollte ich so verrückt sein, dir zu helfen? Du bist bestimmt ein ganz harter Bursche, aber von den Eigenheiten und Ticks der freien Menschen hier draußen hast du keine Ahnung. Du glaubst, ich brauche Nachhilfeunterricht in Sachen menschlicher Psyche?
Hey Mann, ihr Eisklötze kommt doch viel zu selten raus aus eurem Palast in Xarkor. Wie willst du da wissen, wann dich ein schmieriger Waffenhändler oder ein illoyaler Söldner übers Ohr haut? Das sagt genau der Richtige. Du magst ein Experte in der Kriegsführung sein, Commander. Doch ohne deine Armee bringt dir das hier draußen wenig. Du, Eisklotz, brauchst jemanden mit Gespür fürs Geschäft. Na schön. Nehmen wir mal an, ich kaufe dir diesen Unsinn ab. Du glaubst wirklich, ich lasse dich einfach weg. Achso, immer noch dasselbe unten. Also dann das obere. Na schön. Nehmen wir mal an, ich kaufe dir diesen Unsinn ab. Ja, nehmen wir das einfach mal an. Dann würdest du mit mir zusammen in die Hauptstadt der Outlaws gehen und ich zeige dir ein paar nützliche Dinge. Okay, und was würden wir dort wirklich tun? Sagen wir, ich habe ein paar Probleme, allein in die Stadt zu gehen. Ohne schlagfertige Begleitung könnte es für mich ein kurzer Aufenthalt werden. Das klingt, als hättest du mächtigen Ärger am Hals. Nun, ich muss wohl jemanden im Vor die Tour vermasselt haben. Und jetzt hetzt er die Meute auf mich. Er hat sogar Steckbriefe verteilt und ein vierstelliges Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Ist das zu fassen? Ach ja, mein Name ist übrigens Ray. Ach, du bist zu arm. Wer hat Kopfgeldjäger auf dich angesetzt? Jo, Bernd, bitte. Wer hat Kopfgeldjäger auf dich angesetzt? Genau das versuche ich gerade herauszufinden. Ich meine, es gibt da so einige, denen ich das zutrauen würde, aber... Ach ja? Ja, aber ich muss es genau wissen. Sonst wecke ich nachher noch schlafende Hunde. Wenn du verstehst, was ich meine. Du glaubst wirklich, dass ich einfach gehe? Du glaubst wirklich, ich lasse dich hier einfach wieder weg? Hey, komm schon. Ich weiß, ich bin dir etwas schuldig. Gib mir wenigstens die Chance, deinen Verlust wieder auszugleichen. Ich weiß jetzt schon, dass ich es bereuen werde. Man kann über euch Eisklötze sagen, was man will, aber irgendwo unter eurer kalten Haut ist da mit Sicherheit ein Herz versteckt. Nun, zumindest wenn ihr erstmal eine Zeit lang vom Elex runter seid. Verschwinde, bevor ich es mir anders überlege. Bin schon weg. Ich warte auf dich vorm Eingangstor der Stadt. Lass dir nicht zu viel Zeit, sonst darfst du bald nur noch meine Überreste zusammenkratzen. Ja, schön. Das ist gut. Das gefällt mir auch ganz gut, dann können wir Turas vielleicht sogar nach Hause schicken. Ein Krug. Ein gutes Messer. Ich traue mich nicht da reinzugehen. Ich habe echt Angst, dass ich wieder angefallen werde von irgendwas. Ich räume mal die Tische ab, damit es wieder sauber ist, ne? Aber diesmal scheint hier nichts zu sein. Zurückgelassene Nachricht. Hier war kein Durchkommen mehr. Komplettes Verkehrschaos. Wir drehen um. Und nehmen doch den Weg über das Inland. Wenn das so weitergeht, werden wir nie heil ankommen. Na toll. Sandiges Handbuch. Aha, ist wieder was zu lesen. Okay, dann tun wir das lesen. Also da. Sandiges Handbuch 1. Ein Schriftstück ist 10 Elixit wert. Einige Tipps des Wüstenwanderers zum Überleben in Tavar. Okay. Überlebensratgeber, allgemeine Tipps. Die meisten Outlaws haben vergessen, wie man auf eigene Faust in der Wildnis überlebt. Sie sitzen sich ihren fetten Arsch im Vor von Pexterblatt und sind nicht mehr in der Lage, für sich selbst zu sorgen. Aber nicht ich. Ich weiß, wie man hier draußen überlebt. Ich werde es für jeden aufschreiben, der die Schnauze voll hat, unter Pexters Fuchtel zu stehen. Regel Nummer 1. Nicht verlaufen. Regel Nummer 2. Wenn man sich doch verläuft, nicht in Panik geraten. Seine saubersten, buntesten Sachen nehmen und großflächig auf dem Boden ausbreiten oder in einem Baum, an einem Baum hängen. Wenn man nach dir sucht, ist es so einfacher, dich zu finden. Nummer 3. Toilettenpapier mitnehmen. Wenn man keines hat, ein Tuch und Wasser tun es auch. Lasst euch gesagt sein, es gibt nichts Beschisseneres, als in die Wüste einen abzuseilen und nichts zu wischen dabei zu haben. Nummer 4.
Lange Kleidung. Die Jungs und Mädels im Fort mit ihren kurzen Sachen würden hier draußen keine 2 Tage überleben. Durch entblößte Haut verliert man viel zu viel Wasser. Außerdem wird es nachts scheißkalt. Da hat er recht. Oder sie, wie auch immer. Herrlich. Ich dachte, da ist was noch dabei. Hier kommt der Teller. Da haben wir ein Flugblatt. Altes Flugblatt sogar. Ist das eines, das wir schon kennen? Oder ist das wieder was Neues? Warte, so. Ah, das ist was wir schon kennen. Ein altes Rezept. Hochleistungssuppe. Aha. Eine, hoppala. Eine Hochleistungssuppe. Wo war das jetzt so schnell mit den Rezepten? Hier, ne? Da. Rezepte. Hochleistungssuppe. Ein Rezept für eine Hochleistungssuppe. Brause, Energieriegel und rohes Fleisch. Können wir sogar schon kochen. Einmal. Und zwar. Selten so ein widerliches Fleisch gesehen. Schön. Allein der Anblick verleitet dich dazu wegzurennen. Köstlich. Köstlich. Wie schön. Rezept. Asselfleischsuppe. Ja, genau. Noch eine Anleitung. Schrottscanner erhalten. Ach so. Alter, Sachen gibt's. Ein Spind. Metallschrott. Nehmen wir gerne mit. Da haben wir noch eine Truhe. Die dauert jetzt ein bisschen. Das war wohl nichts. Natürlich nicht. Mache ich. So, aha, das war auch nichts. Aber jetzt. So, ja. Zu einfach. Ja, naja, so würde ich es nicht sagen. Schrottsammlerhut. Aha. Kopfschutz. Wert 100, Rüstung plus 3. Dieser Hut schützt nicht vor Kugeln, aber vor der Sonne. Super. Schnaps, Wasserflasche, Heilpflanze, Elektroschrott und Elixit. Passt, nehmen wir alles mit. Einen Hut tragen wir noch gar nicht. Verschaut ja sogar schick aus. Tagebuch einer Kellnerin. Mhm. Dann würde ich sagen, das lesen wir auch noch und dann machen wir Schluss für heute. Also, Tagebuch einer Kellnerin. Ist ein Schriftstück, ist 10 Elixit wert. Sehr altes Tagebuch der Kellnerin des Diner. Liebes Tagebuch, Sandy ist ein Mistkerl. Irgendwann schmeiße ich die Arbeit hier hin. Sobald ich genug Geld zusammen habe, bin ich weg. Dann werde ich mir einen besseren Job suchen. Wenn ich das Geld für die Abendschule habe, werde ich mich bei der dieser Infinite Skies, ich hoffe, ich spreche das immer falsch aus, bewerben. Die zahlen auch wesentlich besser. Er lässt einfach zu, dass mich ein paar seiner Gäste dumm anpöbeln. Am meisten Angst habe ich vor dem Kerl, der schon seit über einem Monat in dem letzten Zimmer oben wohnt. Er starrt mich immer an. Hat er denn kein Leben? Das Einzige, was er macht, ist immer am gleichen Tisch zu sitzen und in sein vollgekritzeltes Notizbuch zu schreiben. Wahrscheinlich hält der Kerl sich für einen Künstler oder so. Ist noch schlimmer als die Typen, die mir aus Versehen an den Arsch grapschen. Sein Blick macht mich verrückt. Heute beim Abwasch habe ich Radio gehört. Gott, meine Hände zittern. Da war ein Mann, der behauptet hat, dass bald ein Meteor alles zerstören wird. Es war nur ein Verrückter, der sich ins Radio gehackt hat. Ruhig, ganz ruhig. Seine Durchsage wurde plötzlich unterbrochen. Es war verrückt. Sandy gibt nichts auf die Gerüchte. Er will das Diner geöffnet lassen. Ständig kommen Leute vorbei und alle suchen einen sicheren Ort. Aber sie gehen in unterschiedliche Richtungen. Heute Mittag ist eine völlig aufgelöste Frau aufgetaucht. Sie wollte unbedingt das Zimmer neben Mr. Creeper haben. Ich habe versucht, ihr das auszureden, aber sie war schon kurz vor einem hysterischen Ausbruch. Ich habe Sandy gebeten, mich gehen zu lassen, aber er will nichts von einem Meteor hören. Na großartig, und was ist dann passiert? Meteor. Zack, bumm, aus, die Maus. Dann noch schnell den Schrottsammler scannen, anschauen.
Ohr eines Stalkers brauchen wir dafür. Aha. Reines Elixit und Elektroschrott. Das hätten wir sogar, aber das Ohr fehlt halt noch. Gegenstände erspüren. Unter dem Einfluss von Stim erhältst du einen Malus von 50% auf alle Erfahrung. Effekt. Dauer sind 45 Sekunden. Bewirkt, dass normale Gegenstände eine Zeit lang leichter wahrgenommen werden. Okay. Passt. Ich glaube, das hätten wir dann für heute. Zurückgelassene Nachricht. Da wäre auch noch was. Sehr alte Nachricht an einen Nachzügler auf hier der Flucht. Kein Durchkommen mehr. Achso. Komplettes Verkehrschaos. Das war das. Wir okay. Und nehmen doch den Weg über das Inland. Wenn das so weitergeht, werden wir nie heil ankommen. Das war das. Okay. Haben wir jetzt eigentlich schon mal alles fertig und vollständige Aufzeichnung? Es tut mir unendlich leid, dich warten zu lassen. Heute Nacht, sie ist wunderschön. Es ist wie das Gift einer Schlange, das euren... Heute Nacht, sie ist wunderschön. Meint er da vielleicht die Kellnerin? Guter Löffel. Ich nehme da noch schnell alles mit. Der Part hat eh schon Überlänge, ist eh schon wurscht. Räumen wir noch die Hütten da fertig aus und dann schleichen wir uns. Da draußen waren wir, glaube ich, schon. Waren wir hier hinter der Theke schon? Nein, ein Flugblatt, das nehmen wir auch noch mit. Gut. Ich glaube, dann hätten wir es. So wie es ausschaut. Aha, da geht es auch noch weiter. Du Heilige. Aha, das war mal ein Klo, wie es ausschaut. Ma, du, das gehen wir auf Zeiten. Na, du sollst nicht hinsetzen. Naja. Ich wollte noch fertig looten, aber ich glaube, das dauert einfach zu lange. Das ist, glaube ich, Klo-Geld, ne? Sagte man früher dazu, oder? Na passt, dann hätten wir es geschafft. Gut, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal schauen wir uns den Ray ein bisschen genauer an. Ob wir dem halt helfen können. Ja, wird schon gut gehen. Ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!